Hallo zu On The Grid, mein Name ist Claudio Schiesel und ich bin heute bei Frau Magistra Ursula Lackner, der Landesrätin für Bildung und Gesellschaft, zu Gast. Sie hat heute zu einer Pressekonferenz zum Thema professionelle Sexualpädagogik ist gelebter Kinderschutz eingeladen. Frau Landesrätin, um was ging es dabei? Ja, morgen wird im Nationalrat ein Antrag eingebracht von ÖVP und FPÖ, dass künftighin keine externen Sexualpädagogen und Pädagoginnen mehr an der Schule zu diesem Thema arbeiten dürfen. Und es hat in ganz Österreich eine breite Front von Ablehnung aufgrund dieses Antrages gegeben. Und in der Steiermark haben wir ein gutes Netzwerk von Experten und Expertinnen aufgebaut, die schon viele Jahre zu diesem wichtigen Thema an den Schulen arbeiten, und wir haben heute gute Gründe geliefert, um diesem Antrag eine Absage zu erteilen. Sie haben gesagt, dem Antrag eine Absage zu erteilen, sollte er durchgehen. Wie würden Sie darauf reagieren? Naja, es geht nicht darum, wie ich reagiere, sondern es wird die Bundesministerin aufgefordert, die notwendigen Schritte einzuleiten, ob das eine gesetzliche Änderung ist oder ob ein Erlass oder eine Verordnung geändert wird. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber wichtig ist, dass wir festgehalten haben von unterschiedlichsten Institutionen und Fachstellen, auch von Schule, auch von der Diözese, dass es unabdingbar ist, dass es externe Fachleute gibt, die an den Schulen zu diesem Thema auch in Zukunft arbeiten. Danke fürs Gespräch. Es geht weiter mit der Fragerunde. Gerade Jugendliche aus sozial schlechter gestellten Familien haben oft weniger Möglichkeiten, in der Familie über diese Themen zu sprechen. Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland weisen darauf hin, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere Burschen, bei der Sexualaufklärung sehr viel weniger Rückhalt im Elternhaus vorfinden als Jugendliche ohne Migrationsgeschichte. Dies wird auch durch die Erfahrungen aus unserer Praxis bestätigt. Ein Verbot externer Sexualpädagogik trifft also besonders jene Jugendlichen, für die Schule der wichtigste Ort sexueller Aufklärung ist, weil eben in der Familie entsprechende Ressourcen fehlen. Danke. Danke auch. Frau Lackner. Danke. Ich leite Abenteuer Liebe. Das ist ein Angebot der Diözese Graz-Seckau. Unser Angebot gibt es auch schon 18 Jahre, also seit 2001. Ich kann das alles unterstreichen, was meine Vorrednerinnen und mein Vorredner gesagt haben, inhaltlich. Ich möchte auf einen Aspekt noch eingehen. Wir haben aus unserer Statistik gesehen, dass die Anfragen aus den Volksschulen steigen. Und wir bieten dazu auch Elternabende an, weil uns das wichtig ist, dass Eltern und Erziehungsberechtigte wissen, welche Inhalte ihren Kindern geboten werden, aber auch sexuelle Bildung für die Eltern, dass sie informiert werden, wie sie ihre Kinder gut unterstützen können auf dem Weg zu erwachsenen Männern, Frauen, zu erwachsenen Personen. Wir unterstreichen auch diesen geschlechtsspezifischen Ansatz, den vor allem in der Schule, also in der Volksschule, der dort nicht leistbar ist, weil es hauptsächlich, das werden Sie wissen, nur Pädagoginnen in der Volksschule gibt. Und wie soll man da einen geschlechtsgetrennten Unterricht zustande bringen? Außerdem fehlen auch in der Erziehung grundsätzlich Männer. Und wir merken das aus unserer Erfahrung, wie sehr Burschen das schätzen, mit einem Mann über ihre Themen zu reden. Den Mädchen ist das eher vertraut, mit einer Frau reden zu können. Ich möchte ein Beispiel einer Mama, die mir am Donnerstag nach einem Workshop sofort zurückgeschrieben hat. Leider hat ihr Sohn zu Hause nichts von den Inhalten des Workshops erzählt. Aber er hat gesagt, Mama, Abenteuerliebe war richtig, richtig gut. Und
das am Schulschluss an dem Donnerstag vorige Woche, wo es extrem heiß war. Also für Buben noch mehr Herausforderung als für Mädchen. Ja, ich habe auch andere Rückmeldungen von Kindern und natürlich auch Jugendlichen da, aber ich wollte meinen Fokus ein bisschen auch auf die Volksschulkinder richten, weil ich glaube, dass, also Hatzisa hat vor einigen Jahren eine Studie herausgegeben, dass jeder fünfte Bub in der Volksschule mit Pornografie konfrontiert ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dort auch Klarstellung zu machen und ihnen auch zu helfen, Begrifflichkeiten, Bilder richtig einzuordnen. Eine Rückmeldung zum Beispiel nur auch von einem Buben, ich habe dann Mädchen auch noch, aber einem Buben, der gemeint hat, also ich finde das, was die Erwachsenen da in der Sexualität machen, das ist richtig grauslich, aber seit ich in dem Workshop war, kann ich das ein bisschen besser einordnen, es ist mir nicht mehr so peinlich und ich verstehe das jetzt besser. Also ich glaube einfach, dass diese Bilder im Kopf der Kinder viel auslösen, das zu bearbeiten ist. Und Eltern im Elternabend wissen oft nicht, was in den Köpfen ihrer Kinder vorgeht und mit was sie sich schon beschäftigen. Die glauben, sie sind noch ganz woanders. Ich möchte noch einen Aspekt dazufügen, der noch nicht genannt worden ist, warum Expertinnen und Experten von außen aus meiner Sicht sehr wichtig sind. Und das betonen auch immer wieder Lehrpersonen, die uns Rückmeldung geben. Wir sind nicht in die Leistungsbeurteilung der Kinder und Jugendlichen eingeschlossen. Wir unterrichten nicht am nächsten Tag oder schreiben eine Schularbeit mit ihnen. Das ist ganz wichtig. Wir sind in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu den Kindern und Jugendlichen, wenn wir von außen kommen. Und noch ein Aspekt, der glaube ich auch, also es bedarf schon einer gewissen Übung und Auseinandersetzung über intime Themen, intime Fragen zu beantworten. Das ist nicht für alle Lehrpersonen möglich, das überschreitet manchmal Grenzen. Und wenn Sie sich vorstellen, wir haben einen kleinen Ort irgendwo in der Steiermark, jeder kennt jeden, da ist das vor allem grenzüberschreitend, wenn eine Lehrperson das selber macht. Wenn da irgendjemand von Graz angereist kommt, ist das ganz was anderes. Die Schüler und Schülerinnen haben auch das Gefühl, nicht beim nächsten Elternabend wird jetzt mein Pornografiekonsum zum Beispiel besprochen, sondern da kann ich mit der Expertin, mit dem Experten reden und da sind dann meine Fragen gut aufgehoben. Falls Sie noch was von Rückmeldungen wollen, ich will das jetzt nicht so in die Länge ziehen, ich habe genug da. Dankeschön. Bitte. Frau Schäfer-Ballatz, bitte. Dankeschön, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Steiermark. Auch wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft sind immer wieder in der täglichen Fallarbeit, aber auch in der neuen Anlauf- und Koordinierungsstelle bei Mobbing, die ja die Frau Landesrätin auch bei uns installiert hat, konfrontiert mit Problemen dieser jungen Menschen, die auf mangelnde Sexualaufklärung und infolge mangelnde Selbstbestimmung in diesem Bereich zurückzuführen sind. Da gibt es die Beispiele, also WhatsApp, jegliche soziale Medien, das ist ja mittlerweile, es wurde ja schon hier angesprochen, in den Volksschulen schon gang und gäbe. Da gibt es sexuelle Übergriffe, Grenzüberschreitungen bis hin zu lebensbedrohlich selbst durchgeführten Abtreibungsversuchen. Also das ist wirklich grenzwertig, was da teilweise passiert und was wir in unserer Arbeit auch erleben. Sexuelle Bildung durch professionelle, sexualpädagogisch geschulte Anbieter, die nach festgelegten Qualitätskriterien, und da muss ich sagen, da möchte ich auf das, was Sie auch vorher angesprochen haben, bin wirklich stolz darauf, dass es in der Steiermark schon so etwas gibt. Das ist eine zentrale Forderung der Kinder- und Jugendanwälte Österreichs auch, und du unterstützt das in der Steiermark sehr stark, dass hier Qualitätskriterien festgelegt werden. Die tragen wesentlich zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertes von Kindern und Jugendlichen bei. Sie sind zentraler Bestandteil im Kinderschutz und im Bereich der Prävention einfach unabdingbar.
Im aktuellen Bericht an den UN-Kinderrechteausschuss, den die Kinder- und Jugendanwaltschaften vorgelegt haben und präsentiert haben im Juni, ist auch das ein Thema und wird auch vom UN-Kinderrechteausschuss in den Concluding Observations, die Anfang nächstes Jahr vorliegen werden, wieder genannt und ein Thema werden. Das heißt, es wird auch, sollte dieser Antrag morgen durchgehen, trotzdem noch einmal vom UN-Kinderrechteausschuss sicher hier eine Ermahnung geben, wobei wir nicht hoffen, dass dieser Antrag morgen durchgehen wird. Darüber reden macht Kinder stark. Ich glaube, das haben Sie bei den Kolleginnen und Kollegen, die meine Vorredner waren, schon sehr stark rausgehört. Und auch wir Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs treten eben für den Fortbestand sexueller Bildung durch externe Fachkräfte an den Schulen Österreichs ein, nach verpflichtenden Qualitätsstandards, weil Kinder haben das Recht auf Schutz vor jeglicher Form von Gewalt. Das steht in der UN-Kinderrechtekonvention, das ist die Kinder- und Jugendanwaltschaften sind die gesetzliche Einrichtung zur Überwachung, dass in Österreich die UN-Kinderrechtekonvention eingehalten wird, und daher stellen wir uns mit aller Konsequenz und mit allem Nachdruck hinter diese Forderung, eben, dass der bestehende Sexualkundeunterricht in dieser Form so beibehalten werden darf. Es darf nicht dem Zufall überlassen werden, sondern muss ergänzend zu den schulinternen Aufklärungsunterricht erfolgen, im Sinne von Selbstbestimmung und Vielfalt, orientiert an den Kinderrechten und als fixer Bestandteil. Und nicht nur, wie Sie sehen jetzt sehr viele Experten hier, aber mein Job ist, ich vertrete ja die Interessen der Kinder und Jugendlichen. Und wir haben ganz viele Rückmeldungen, nicht nur von der Bundeskinder- und Jugend, Bundesjugendvertretung, sondern auch von Jugendlandtagen, die ganz klar einfordern, dass diese Workshops beibehalten werden, eben aus den genannten Problematiken, wie kann man mit jemandem, der am nächsten Tag meine Schularbeit beurteilt, dann über so intime Details reden. Da gibt es viele, die schon genannt worden sind, viele Argumente. Und auch ich möchte hier noch einmal in aller Deutlichkeit und als Vertretung der Kinder und Jugendlichen, zumindest der Steiermark, was mein Job ist, aber wir haben als Kinder- und Jugendanwälte Österreichs uns darauf committed und haben letzte Woche auch einen Brief an sämtliche Nationalratsabgeordneten und Bundesräte gerichtet, in dem wir das unterstützen, was hier auch in dieser Pressekonferenz gefordert wird, nämlich die Beibehaltung des bisherigen Systems unter Auflagen und Qualitätskriterien, weil es kann nicht sein, dass ein Einzelfall dann sozusagen das ganze System zum Kippen bringt. Dankeschön. Dankeschön. So, und jetzt noch Barbara Okelsek aus der Sicht der Schule. Zu meiner Person, Barbara Okelsek, Direktorin der Mittelschule Ferdinand Leum. Ich darf an meine Vorrednerin anschließen, die gesagt hat, die Interessen der Kinder und Jugendlichen liegen am Herzen. Ich darf dazu ein bisschen die pädagogische Sicht erläutern. Im Bildungsauftrag der Schule ist das Unterrichtsprinzip Sexualpädagogik insofern verankert, als dass Sexualität als ein positives, dem Menschen innewohnendes Potenzial verstanden wird. Das Vermitteln von Informationen und Kompetenzen, um verantwortungsvoll mit sich und anderen umgehen zu können, steht hierbei im Zentrum. Die Schule hat die Aufgabe, mit einer offenen, zeitgemäßen und werterfüllten Orientierung an der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, der Schülerinnen und Schüler in Fragen der Sexualität und Partnerschaft mitzuwirken. Sexualerziehung ist als Teil der Gesamterziehung anzusehen. Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist daher von entscheidender und essentieller Bedeutung. Ein eigenes Fach Sexualkunde gibt es in unserem Schulsystem nicht. Der Unterrichtsgegenstand wurde angesprochen. Biologie und Umweltkunde hat von der ersten bis zur vierten Klasse unter anderem die Beschäftigung mit dem Themenbereich Mensch und Gesundheit zum Schwerpunkt. Ich darf aus dem Lehrplan zitieren. Unter Einbeziehung der Interessen der Schülerinnen und Schüler sind folgende Themen zu behandeln: Bau und Funktion der Geschlechtsorgane, Menstruation, Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt, körperliche und psychische Entwicklung und Befindlichkeit in der Pubertät, Aufklärung über sexuellen Missbrauch, Prophylaxe. Wissensvermittlung allein deckt aber nur die kognitive Komponente ab, nicht die emotionale und soziale Ebene der Sexualpädagogik, und kann somit meiner Meinung nach den Forderungen des Erlasses des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung aus dem Jahr 2015 nicht gerecht werden. Aufgrund des individuellen Nahverhältnisses, das wir zu unseren Schülerinnen und Schülern haben, ist es für die Jugendlichen, für die Kinder oft sehr, sehr schwierig, im Rahmen des Unterrichts offen über das Thema Sexualität zu sprechen. Die jungen Menschen sind
durch beinahe uneingeschränkte Möglichkeiten ungefiltert, und ich betone ungefiltert, an Informationen hinsichtlich Themen, die Sexualität betreffen, zu kommen, vollkommen überfordert und auch sehr alleingelassen. Deshalb ist es uns wichtig, dass Schülerinnen und Schüler sowohl von Lehrerinnen und Lehrern, von Schulärztinnen und Schulärzten, aber auch von externen Expertinnen und Experten eine fundierte und alle Aspekte beleuchtete sexuelle Bildung erfahren können. Eine zentrale Rolle spielt die Information, die die Schülerinnen über das Internet beziehen, wurde bereits angesprochen. Deshalb haben wir in unserer Schule vor einigen Jahren gemeinsam mit den Elternvereinen, ich habe Ihnen schon gesagt, die Eltern sind ganz wichtig in dem Zusammenhang, an unserer Schule mit Schulforumsbeschluss das Projekt Internet, das dort zur Welt für unsere Kinder initiiert, bei dem auch Sexualität, und jetzt nicht nur im Internet, sondern grundsätzlich einen Schwerpunkt bildete. Beinahe jedes Kind hat heute die Möglichkeit, mittels Smartphones in eine virtuelle Welt einzutreten, die oft nicht der realen Welt entspricht und Sexualität in einem pornografischen Kontext darstellt, der weder für Kinder geeignet noch einer gesunden sexuellen Entwicklung zuträglich ist. Pornografie klammert die psychischen und partnerschaftlichen Aspekte des Sexuallebens aus. Es ist überaus wichtig, den Kindern und Jugendlichen Kompetenzen, Strategien und das nötige Wissen zu vermitteln, mit dieser Flut an Informationen richtig umzugehen und diese kritisch zu hinterfragen. Gerade im Bereich der Sexualität geht es um eigenes Körperbewusstsein, um Verschiedenartigkeit und auch um Akzeptanz. Dieses Bildungsangebot, das wir den Kindern geboten haben, hat in den letzten Jahren erfolgreiche Wirkung erzeugt, viel mehr noch bei den Workshops mit den externen Expertinnen und Experten, zu denen kein Kind verpflichtet wurde, ich betone noch einmal, das war rein auf freiwilliger Basis, können die jungen Menschen Fragen stellen, die sie, wir haben die Gründe gehört, weder mit den Eltern noch mit den Lehrerinnen besprechen wollen und manchmal auch nicht besprechen können. Gerade weil kein Nahverhältnis zu den Expertinnen besteht, öffnet sich da ein Raum für Fragen, die sonst leicht im Tabu abgleiten. Die Arbeit mit externen Expertinnen wird von den Schülerinnen äußerst gut aufgenommen, äußerst positiv. Die Eltern sind sehr dankbar, wir haben sehr positive Rückmeldungen, dass es dieses Angebot für ihre Kinder gibt. Ich kann mit dem letzten Satz schließen. Im Zentrum, denke ich, unser aller Interesse steht das Wohl der Kinder und Jugendlichen. Dankeschön. Ich bedanke mich auch für dieses Statement, das sozusagen jetzt die komplette und komplexe Sichtweise aus der Erfahrung unterschiedlichster Organisationen und Einrichtungen auch gezeigt hat. Und sagen wir noch einmal zum Schluss dazu, es ist aus all diesen genannten Gründen unabdingbar, dass professionelle Sexualpädagogik auch den Faktor des Kinderschutzes an sich trägt und dass es daran vorbei keinen Weg geben darf in Österreich. Und zum Beginn wird noch einmal kommend, ja, dass die Lippenbekenntnisse, dass wir Schulen, Lehrer und Lehrerinnen unterstützen müssen mit unterschiedlichsten Angeboten, ja, dass auch diese Form von Unterstützung eine zusätzliche Ressource natürlich an Schulen auch darstellt, ja, und qualitätsvolle und professionelle Sexualpädagogik keineswegs an den österreichischen Schulen auch in Zukunft fehlen darf. Ich bedanke mich noch einmal und wir stehen für Sie für Fragen zur Verfügung. Gesetztenfalls, das geht durch im Parlament und es wird abgeschafft. Welchen Handlungsspielraum hat man dann noch? Wie geht es dann weiter? Rein formal gesehen, das ist das eine, also das andere, was ich jetzt zuvor sozusagen auch beantworte, ist, es ginge ein Know-how verloren, eine Expertise, die über Jahre, über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, die unterschiedlichste internationale gesetzliche Grundlage auch hat. Ja? Und dieser Antrag, der morgen eingebracht wird, der da im Antrag lautet, die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird ersucht, die erforderlichen Schritte einzuleiten, damit eine altersgerechte und weltanschaulich neutrale Sexualerziehung ohne
Beiziehung von schulfremden Personen oder Vereinen, sondern durch an der Schule wirkenden Pädagoginnen und Pädagogen sichergestellt ist. Wenn dieser Antrag morgen eingebracht wird und auch eine Mehrheit bekommt, dann ist zuallererst einmal die Ministerin aufgefordert, ja, entsprechende Verordnungs- oder Erlass mäßige Schritte zu gehen, ja, wenn sie das tun möchte, in ihrer Funktion auch als sozusagen Expertin, auch eine Expertin, eine Expertenministerin in dieser Übergangsphase. Aber das, was uns einhellig eigentlich auch verbindet, ist dieser Idee wirklich auch eine Absage zu erteilen. Es hat sich in ganz Österreich eine breite Front aufgemacht gegen diesen Antrag, und er müsste sozusagen entweder ins Gesetz, da bin ich zu wenig Legistin, oder in Erlässen oder Verordnungen sozusagen Eingang finden. Ja. Es würde aber bedeuten, dass der Erlass zur Sexualpädagogik, auf dem ja auch das Handeln all dieser Institutionen basiert, dass dieser Erlass aufgehoben werden müsste. Aber so wie das jetzt ausgesetzt ist, ist es eher unwahrscheinlich anzugehen, bevor das vor der Nationalratswahl die Übergangsministerin oder was angreift. Also ich weiß es nicht, ja, was sozusagen die Parlamentär, was eine parlamentarische Mehrheit, ja, zur Folge hätte, ja, aber es mit dem Antrag jetzt einmal mit einer Mehrheit morgen Sexualpädagogik durch Externe nicht abgeschafft, sondern es sind weitere Schritte notwendig, aber auszuschließen oder einzugrenzen ist gar nichts, ja. Darf ich da nur kurz? Wir waren nämlich vom Netzwerk Sexuelle Bildung am Freitag in der Bildungsdirektion, da ist ja schon eine Clearingstelle eingerichtet im Ressort der Schulpsychologie, und haben dort mit dem Herrn Dr. Hofrat Dr. Zollneritsch ein Gespräch gehabt und haben auch den Worst Case besprochen, und er hat gesagt, er steht so voll dahinter, dass das für Schulen, dass unser Angebot für Schulen notwendig ist, dass wir dann gemeinsam uns zusammensetzen und schauen, wie können wir dieses Angebot trotz Vorgaben weiter durchführen, beziehungsweise unterstützt er uns jetzt auch in Richtung Bildungsministerium, dass noch Signale auch aus der Steiermark kommen. Wir sind so ein gutes Beispiel von Zusammenarbeit, Transparenz und Miteinander, auch mit Eltern und Pädagoginnen, dass das ja vielleicht abzuwenden ist. Der Hoffnungsschimmer. Bitte. Ja, der Frage, weil die Rede von 140.000 Euro im Jahr ist, die das Landesamt investiert, wie viele Arbeitsplätze werden davon gefährdet? Arbeitsplätze, also ich bin ja nicht alleine, ja, in der Finanzierung dieses inhaltlichen Schwerpunktes, aber kann man das beziffern? Realistisch. Sind es bei euch? Da reden wir von Vollarbeitsplätzen. Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig, muss man kurz hochrechnen, aber vielleicht im Anschluss, das muss kurz zusammentun, weil das nämlich hat dann auch aussagekräftig, aber es sind einige, oder sagen wir so, es sind sehr viele. Ja, vor allem bei euch, oder? Ja. Die geht von einigen aus, ja. Also würde ich sagen, wirklich. Ja. Aber also. Nur zur Erklärung, also man kann das vielleicht noch sozusagen nebenbei jetzt irgendwie zusammenzählen, aber es geht ja weniger jetzt um Arbeitsplätze, sondern es geht erstens um das Zusammenspiel, ja, unterschiedlichster Einrichtungen, ja, die bisher eine Win-Win-Situation für alle, ja, dargestellt haben. Es geht auch um Workshops für Erwachsene, die durchgeführt werden. Da sind wir ja nicht mehr nur an der Schule. Es geht um ein Zusammenspiel mit der Behörde, mit der Schulaufsicht, also mit der Bildungsdirektion. Ich war heute in der Früh an Schulen und es haben sozusagen auch die Schulaufsichtspersonen, die vor Ort tätig sind, und die Schulen gesagt, es wäre
eine Katastrophe, ja, wenn diese Ressource, diese Expertise nicht mehr zur Verfügung gestellt werden würde. Also man kann es zwar sozusagen an Arbeitsplätzen festmachen, aber es geht viel mehr um das Netzwerken und um das Starkmachen, ja, zu diesem Thema, aber vor allem auch in Richtung der Kinder. Ich glaube, das ist auch wichtig dazu zu sagen, dass es eben, uns geht es ja hier nicht um unsere Arbeitsplätze, weil wir haben größtenteils als Expertinnen und Experten auch noch andere Aufgaben in unseren Organisationen, nicht nur die sexualpädagogischen Workshops, und da können wir auch unsere Expertise und unsere Erfahrung mitnehmen. Wir haben ganz oft eben wissenschaftliche Recherchetätigkeiten oder eben Fortbildungen, die wir durchführen, auch zusätzlich mit Lehrerinnen und Lehrern oder Elternabende. Das heißt, insofern kann man auch sagen, uns geht es wirklich in dem Sinn gerade um die Jugendlichen, dass denen dieses Wissen nicht verloren geht und nicht darum, dass wir unsere Arbeitsplätze schützen, weil da wird man andere Tätigkeiten und Wege finden, weil wir auch noch andere Aufgaben haben. Gute Frage, so eine persönliche Frage. Ja. Wie viele Leute erreichen Sie derzeit mit Ihren Tätigkeiten? Genau, das habe ich ja vorher gesagt. Also im Jahr 2018 haben wir insgesamt vom Netzwerk Sexuelle Bildung, also durch diese 12 Organisationen, 16.633 Kinder und Jugendliche erreicht. Und da gibt es aber noch mehr Nachfrage als das. Aber mehr können wir derzeit nicht abdecken mit den Ressourcen, die da sind. Plus, da sind jetzt nur Kinder und Jugendliche dabei, also das sind Workshop-Zahlen. Dazu kommen noch Elternabende, Lehrerinnen, Fortbildungen und andere Angebote außerhalb der Schule. Und abschließend von mir, das Thema Homosexualität spielt auch eine große Rolle natürlich. Inwiefern ist es mir wichtig, oder wie machen Sie das, dass sozusagen Homosexualität als etwas Normales wahrgenommen wird und nicht zum Mobbing vorgeht? Musst du? Oder? Ja. Also wichtig ist, und ich glaube, das kann ich für alle Anbieterinnen hier sagen, dass wir das Thema einfach mit einer, dass diese Gleichwertigkeit in einer Selbstverständlichkeit ausgedrückt wird, also nicht als Sonderfall, den man extra nochmal rausstellen muss, das wird oft ja dann so vorgeworfen, sondern um diese Gleichwertigkeit verschiedener sexueller Orientierungen. Bei uns ist es stark, also das ist jetzt die Perspektive der Burschenarbeit, da geht es ja natürlich auch um zum Beispiel einen Burschen, der sich dann homosexuell entwickelt, aber das Thema sozusagen, also das kennen Sie vielleicht ja, es ist alles schwul sozusagen, also es ist ein großer Drucker unter Jugendlichen, vor allem unter Burschen, ich muss mir auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, gewisse Interessen sagen, gewissen Habitus, weil wenn ich das nicht mache, gerate irgendwie in die Gefahr, schwul zu sein. Das heißt, was uns immer so wichtig ist, das ist sozusagen, es trifft sehr stark Homophobie, Jugendliche, die sich homosexuell entwickeln, aber alle Jugendlichen in einer Klasse, weil das einen irrsinnigen Druck macht. Ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Das macht ein großes Verhaltenskorsett und wirkt eigentlich das Thema auf alle Jugendlichen. Also das, ja, das wäre so, was uns wichtig ist, und diese Selbstverständlichkeit, mit der es besprochen wird und auch benannt natürlich wird schon, aber jetzt nicht in Form einer Sonderstellung. Ich denke, ergänzend jetzt als gemeinsamen, um unsere gemeinsamen Standards nochmal hervorzuheben, niemand ist gleich und niemand ist verkehrt. Und das, was wir daraus machen, ist unsere gesellschaftliche Verantwortung. Das ist das Wichtige, was wir machen. Und es geht auch immer wieder darum zu betonen, dass eben Sexualität ja ein ganz individueller Lebensbereich ist. Also, dass wir Jugendliche darin unterstützen, ihre ganz eigene, selbstbestimmte Sexualität gut entwickeln zu können. Und das gilt für alle Jugendlichen, egal welcher sexueller Orientierung. Und auch ein bisschen vielleicht das Thema, dass weil es ja meine eigene Entscheidung ist, das heißt, ich muss auch die Entscheidungen anderer Menschen, die das vielleicht anders machen, solange sie irgendwie mich nicht verletzen, nicht bewerten. Ich muss es ja nicht gleich machen wie die anderen, wenn ich das nicht will. Es geht darum, was ich möchte.
Kurzer Zusatz noch, weil ich echt irgendwie, ja, ich bin dankbar für den Hinweis, auch wenn man sie bedenkt, und da gibt es solide Zahlen, dass bei Jugendlichen, die sich homosexuell entwickeln, dass einfach die Suizidversuchsraten wesentlich höher sind. Also da sieht man einfach, und da ist einfach so eine Unterstützung total wesentlich und kann Leben retten, um es jetzt ein bisschen plakativ zu formulieren. Aber es gibt einfach noch viele Jugendliche, die sehr darunter leiden, vorm Coming-out stehen. Und es ist natürlich eine Unterstützung, die man ihnen nimmt. Genau. Ich habe da auch eine Frage dabei, bei denen übrigens, wo ein Mädchen fragt, also eine anonyme Frage, wie soll ich meinen Eltern sagen, dass ich lesbisch bin? Also das ist auch sowas, was wir vielleicht leisten, wie du eben gesagt hast, dass man dann über solche Themen auch sprechen kann und auch anonym so etwas fragen kann. Und das wird dann für die ganze Gruppe aufgemacht, dieses Thema. Kommt das vor, Widerstand? Nicht, genau. Selbstverständlich, ich habe Ihnen gesagt, es ist rein freiwillig. Es können sowohl die Eltern sagen, ich möchte das nicht. Es ist nie ein Zwang dahinter, als auch ein Kind. Es gibt auch Kinder, die sagen, ich will im Moment, aus welchen Gründen auch immer, darüber nicht sprechen. Die haben natürlich die Möglichkeit, den Unterrichtsraum zu verlassen und entscheiden dann selbst, ob sie wieder dazukommen wollen zur Gruppe oder auch nicht. Teilnahme passiert auch bei allen unseren Workshops aus dem gesamten Netzwerk Sexuelle Bildung immer freiwillig. Es gibt immer vorab eine Elterninformation. Es gibt auch, je nachdem wie die Schule es organisiert, Elterninformationsabende. Es gibt auch Elternworkshops, wie jetzt in der Beispielschule war. Die Schüler und Schülerinnen müssen vorab informiert sein und dürfen sich selbst entscheiden, auch während dem Workshop. Wir sprechen über Konsens und wir leben den Konsens. Also wir bieten dann auch vielleicht niederschwelligere Möglichkeiten an, sich aus dem Workshop rauszunehmen, zum Beispiel wie einem Kind zu sagen, okay, du musst jetzt auch nicht den Raum verlassen, wenn du das nicht so öffentlich machen willst, sondern du kannst vielleicht dich in ein Eck setzen und was anderes lesen, oder manche Kinder zwischendurch hören dann auch Musik und kommen dann wieder dazu, wenn es für sie passt. Also man kann das auch ganz niederschwellig mit den Kindern oft lösen, wenn für sie gerade ein Thema nicht passend ist, dass sie sich ein bisschen rausnehmen können, ohne das jetzt groß vor der Gruppe zu machen. Demonstrieren. Ja, genau. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann darf ich noch einmal darauf verweisen, dass es viel Expertise gibt, viele Antworten auf diese Herausforderung der Sexualpädagogik. Und dieses Thema ist eigentlich aus keiner Not heraus entstanden, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Aber Sie haben auch gesehen und gehört, dass es einfach sehr viele Gründe gibt, ja, bei diesem Weg und auf diesem Weg auch zu bleiben in Österreich. Ich bedanke mich für Ihre Expertise, ja, und danke Ihnen auch fürs Kommen. Schönen Tag noch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.